Ja, und damit kommen wir zum eigentlichen Thema Bluthochdruck. Also das wird immer wieder unterschätzt, weil Bluthochdruck ist der häufigste und der am besten behandelbare Risikofaktor für verschiedene Erkrankungen, nicht nur Herzerkrankungen, also nicht nur die Herzschwäche und auch der Herzinfarkt sind häufiger bei Menschen, die keinen gut eingestellten Bluthochdruck haben, sondern eben auch Nierenerkrankungen. In Deutschland kommen die meisten Patienten an die Dialyse, weil sie über Jahre einen nicht gut eingestellten Zucker- und Bluthochdruck haben. Das ist die häufigste Ursache für Dialyse und auch der Schlaganfall. Also wir haben sowohl direkte Schäden aufs Hirn, aber wir haben auch zum Beispiel das Vorhofflimmern, was eine häufige Ursache für Schlaganfall ist, was auch durch Bluthochdruck deutlich häufiger wird als eben beim Menschen, der keinen Bluthochdruck hat. Also von daher, wir müssen nicht nur behandeln, wenn es zu spät ist, sondern wir sollen vor allem auch Prävention machen. Und vor allem muss man den Bluthochdruck auch erstmal erkennen. Und das ist das Thema von Herrn Dr. König, der gleich zu Ihnen sprechen wird, hier Oberarzt an der Klinik, der eben über frühzeitiges Erkennen und Folgeschäden von Bluthochdruck sprechen wird. Ja, prima. Vielen Dank für die einleitenden Worte, sehr geehrte Patientinnen, sehr geehrte Patienten, sehr geehrte Interessierte. Wie es gerade schon angeklungen ist, das erste Thema dieses Abends ist Bluthochdruck, frühzeitiges Erkennen und Folgeschäden. Und warum ist es so wichtig, dass wir uns über den Bluthochdruck unterhalten? Es ist so, der Professor Bausatz hat es gerade bereits angesprochen, dass viele Menschen in Deutschland an einem Bluthochdruck leiden. Und das sind etwa ein Viertel aller Menschen, die in Deutschland leben, knapp 20 Millionen Menschen. Und man kann da schon von einer Volkskrankheit sprechen, wo es wichtig ist, dass wir diese Erkrankung rechtzeitig erkennen und auch entsprechend behandeln, um Folgeschäden zu vermindern oder sogar zu vermeiden. Bluthochdruck, auch das ist schon gesagt worden, ist ein großer Risikofaktor für andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schädigungen von lebenswichtigen Organen des gesamten Körpers. Und etwa 10 Millionen Todesfälle weltweit jährlich beruhen auf den Folgen eines Bluthochdrucks. Nun schauen wir uns die Häufigkeit von Bluthochdruck in Deutschland an und hier ist es aufgeteilt nach Lebensdekaden und wir sehen, dass mit steigendem Alter die Häufigkeit von Bluthochdruck auch steigt und zwar deutlich steigt. Wir haben, wenn Sie sich die Gruppe von 60 bis 69 anschauen, schon ungefähr 60% aller Menschen in Deutschland mit Bluthochdruck und wenn man sich die Altersgruppe über 70 Jahre anschaut, dann haben wir sage und schreibe 3/4 aller Patienten, bei denen ein Bluthochdruck besteht, der auch behandelt gehört. Nun, was ist Bluthochdruck überhaupt? Rein mechanistisch gesehen ist der Blutdruck die Kraft, die das Blut auf die Wand von Gefäßen, in dem Fall von Arterien, also von Gefäßen, die aus dem Herzen hinausgehen und das Blut in den Körper befördern, ausübt. Der Blutdruck ist abhängig vom Widerstand dieser Gefäße, also ob sie weit gestellt sind oder eng gestellt sind, und von der Herzleistung an sich, also pumpt das Herz gut oder pumpt das Herz eingeschränkt. Den Blutdruck messen wir in Millimeter Quecksilbersäule, abgekürzt mmHg. Das läuft einem da häufiger über den Weg. Wie entsteht der Blutdruck? Wir haben eine Herzaktion, die entsteht oder besteht aus der Anspannung des Herzmuskels und aus einer Entspannung des Herzmuskels. Und in der Anspannungsphase ist es so, dass bei jedem Herzschlag Blut aus der linken Herzkammer in den Körper gepumpt wird und der Blutdruck dort am höchsten ist. Wir sprechen da von der sogenannten Systole oder im Blutdruck vom oberen Wert. Wenn sich der Herzmuskel dann entsprechend im Verlauf entspannt, dann sinkt der Blutdruck ab, der Druck in den Gefäßen fällt und wir haben den niedrigsten Wert. Und dieser Wert ist dann die sogenannte Diastole oder eben auch der untere Wert. Nun, jetzt ist es wichtig, dass wir nicht nur über Blutdruck sprechen, sondern auch uns fragen, wie können wir denn einen Blutdruck erkennen? Bei Bluthochdruck, da ist es so, dass wir auch medizinisch von arterieller Hypertonie sprechen. Und das Wichtige ist, dass ein Bluthochdruck selten Beschwerden verursacht und wir danach aktiv fahnden müssen. Und es gibt hier einen Grundsatz. Dieser Grundsatz lautet, um einen Blutdruck zu erkennen, muss man den Blutdruck messen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als aktiv Blutdruck zu messen und nach einem Bluthochdruck zu forschen.
Welche Möglichkeiten gibt es da? Ich habe jetzt hier drei aufgelistet. Das eine ist die Möglichkeit, in der Arztpraxis oder auch im Krankenhaus einen Blutdruck messen zu lassen. Dann gibt es sogenannte Langzeitblutdruckmessungen über beispielsweise 24 Stunden, wo man dann ein Gerät vom Arzt mit nach Hause bekommt und dann dort sich in regelmäßigen Abständen dann Blutdruckmessungen abspielen. Oder man kann zu Hause eigenständig den Blutdruck messen. Nun, wie misst man den Blutdruck korrekt? Es ist so, jetzt als Beispiel, daheim gemessen, man braucht eine ruhige und entspannte Umgebung, man muss körperliche und seelische Belastung vermeiden, dann ein Blutdruckgerät anlegen, das versteht sich von selbst. Hier ist es so, dass eine Oberarmmanschette deutlich bessere Blutdruckwerte ermittelt als die Manschette am Handgelenk, wie man sie noch häufig sieht. Man muss eine entspannte Haltung einnehmen und dann 5 Minuten warten, so ist es empfohlen, 2 Messungen machen im Abstand von 1 bis 2 Minuten und diesen zweiten Blutdruck, der ist dann der, der sozusagen dokumentiert wird und im besten Falle, wenn man das regelmäßig macht, auch in einem Heftchen wie hier im Blutdruckpass von der Deutschen Herzstiftung. Nun, bei welchen Werten sprechen wir jetzt von Bluthochdruck? Es gibt da 2 unterschiedliche Werte, die wichtig sind. Das eine ist der Blutdruck in der Arztpraxis. Hier sprechen wir von Bluthochdruck, wenn entweder der obere Wert über 140 und der untere über 90 oder wenn einer von beiden diesen Grenzwert überschreitet. Wenn wir jetzt häusliche Eigenmessungen machen, dann ist es so, dass wir einen Grenzwert von 135 für den oberen und 85 für den unteren Wert haben. Und welche Ursachen hat jetzt ein Bluthochdruck? Und da ist es so, dass wir hier zwischen 2 verschiedenen Ursachen unterscheiden. Das eine ist der primäre Bluthochdruck und da ist es so, dass wir keine zugrunde liegende Ursache oder Erkrankung haben und das betrifft den größten Teil aller Menschen, nämlich knapp 95%, wo wir keine auslösende Ursache finden. Und dann haben wir noch sogenannte sekundäre Bluthochdruckformen. Dort ist es so, dass bei 5% aller Patientinnen und Patienten auslösende Erkrankungen gefunden werden können, wie beispielsweise eine Verengung der Nierengefäße, Schnarchen oder Atempausen, man nennt das auch Schlafapnoe-Syndrom, oder auch eine erhöhte Hormonproduktion, die mit erhöhtem Blutdruck einhergehen kann. Welche Faktoren haben nun Einfluss auf den Blutdruck? Und hier gibt es doch allerhand auch beeinflussbare Faktoren, die später in einem weiteren Vortrag noch adressiert werden. Dazu zählt höheres Alter, Übergewicht, ein erhöhter Salzkonsum, ein Bewegungsmangel, Stress, Rauchen und natürlich auch in Anführungsstrichen die Gene, also eine erbliche Veranlagung. Sie sehen hier schon, dass wir doch viele dieser Faktoren aktiv durch unser Tun beeinflussen können. Wenn wir jetzt einen häufig jahrelang vorhandenen Blutdruck haben, der mehr oder minder gut eingestellt ist, dann ist es so, dass man auch über mögliche Folgen dieses Bluthochdrucks sprechen muss. Und das ist üblicherweise so bei Patientinnen und Patienten, die einen in der Regel schlecht eingestellten Blutdruck haben. Es gibt viele Organsysteme, die durch einen langjährigen Bluthochdruck geschädigt werden können. Das ist das eine beim Herz. Beim Herz ist es so, dass es da nicht nur zu einer Verdickung des Herzmuskels kommt, sondern dass wir Herzinfarkte haben, dass sich eine Herzschwäche entwickeln kann, dass wir eine sogenannte koronare Herzerkrankung, also eine Verkalkung der Herzkranzgefäße entwickeln können und dass sich auch Herzrhythmusstörungen, wie eben schon erwähnt, das Vorhofflimmern man als Beispiel entwickeln können. Beim Gehirn auch hier schwerwiegende Folgen sind hier möglich, Schlaganfall, Gehirnblutung und bis auch hin zur Demenz bei Veränderung der kleinen Gefäße, das dann über einen Zeitraum von mehreren Jahren. 3 weitere Organe, die ich Ihnen hier kurz noch vorstellen möchte, mit entsprechender Schädigung als Folge. Das eine ist die Niere. Entsprechend langjähriger Bluthochdruck kann die Nieren schädigen. Er kann eine Nierenschwäche hervorrufen, ein Nierenversagen und bis hin zur Blutwäsche, der sogenannten Dialyse, führen. An Gefäßen, wir haben es bei den Herzkranzgefäßen schon gehört, ist es so, dass es zu Verkalkungen der sogenannten Atherosklerose kommen kann, dass es auch eine Erweiterung der Hauptschlagader, der sogenannten Aorta, hervorrufen kann. Und häufig nicht im Fokus stehend sind die Augen, auch ein langjähriger Bluthochdruck kann hier zu einer Sehschwäche, zu einem eingeschränkten Sehvermögen bis hin sogar im maximalen Fall einer Blindheit führen. Sodass ich gerne zusammenfassen möchte und hier 5 Punkte aufgelistet habe. Der Bluthochdruck, ich hatte es erwähnt, ist eine Volkskrankheit. 20 Millionen Menschen in Deutschland leiden an dem Bluthochdruck. Bluthochdruck verursacht häufig keine Beschwerden. Man muss aktiv danach forschen.
Die Folgen betreffen viele Organe des Körpers. Wir können durch rechtzeitiges Erkennen und eben auch entsprechende Behandlung des Bluthochdrucks diese Folgen vermeiden oder vermindern. Und jeder und jede sollte ihren und seinen Blutdruck kennen, regelmäßig messen und entsprechend dann Maßnahmen mit dem Arzt, mit der Ärztin ergreifen. Vielen Dank. Ja, Herr König, ganz herzlichen Dank. Ich meine, das ist so die kurze Einführung, vielleicht nur, damit Sie das wissen. Also die europäischen Leitlinien definieren das ein bisschen anders als die amerikanischen. Also die amerikanischen gehen sogar noch tiefer mit den Blutdruckwerten. Und da ist ab über 120 gilt es da schon als Vorbluthochdruck, Pre-Hypertension, und dann ab 130 schon als Bluthochdruck. Also von daher nur, dass Ihnen das klar ist, dass Sie nicht meinen, wenn Sie einen Blutdruck von 100 haben, dass es ein niedriger Blutdruck ist. Das ist ein völlig normaler Blutdruck. Und der obere Wert zwischen 90 und 120 ist eigentlich das Optimum. Und alles, was drüber ist, ist schon, sag mal, hochnormal oder geht dann schon in Richtung Bluthochdruck. Jetzt kommt der Herr Kempf. Hier, Professor Kempf. Oberarzt an der Klinik, leitender Oberarzt, der sich wirklich ganz breit klinisch auskennt, nicht nur mit dem Herzkatheter, sondern auch mit der Herzschwäche, mit der Intensivmedizin. Und heute ist sein Thema Herzschwäche durch Bluthochdruck. Welche Form gibt es? Er ist hier ja auch W2-Professor für Herzinsuffizienz. Also von daher hören Sie jetzt aus berufenem Munde was zur Herzschwäche. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich komme mal ein bisschen hier rum. Herzschwäche durch Bluthochdruck. Wir sind hier so ein Herzinsuffizienzzentrum. Das heißt also, wir behandeln ganz, ganz viele Patienten mit Herzschwäche, teilweise aus der Region Hannover, teilweise aus ganz Europa. Und da kann ich Ihnen wirklich sagen, also Bluthochdruck ist ein ganz, ganz großes Problem. Er tut halt nicht weh, aber irgendwann hinterlässt er dann halt seine Folgen an den Gefäßen und insbesondere am Herzen. Und was für Folgen das sind, versuche ich Ihnen gleich mal darzustellen. Sie haben gesehen, wie viele Menschen es mit Bluthochdruck allein in Deutschland gibt. Und deshalb ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass es auch viele Menschen mit einer chronischen Herzschwäche gibt, nämlich je nachdem, wie es definiert und berechnet ist, bis zu 4 Millionen Menschen. Und im Übrigen ist die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche auch die häufigste Ursache, warum man ins Krankenhaus muss. Also die häufigste Erkrankungsursache, die zu Einweisungen ins Krankenhaus führt. Sie führt zu einer ganz schlechten Lebensqualität mitunter. Sie erhöht auch das Sterberisiko auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die gute Nachricht, wir können auch einiges machen mit Medikamenten und mit weiterführenden Therapien. Aber am besten ist es natürlich, wenn wir verhindern, dass eine solche Herzschwäche überhaupt entsteht. Und da muss man halt dann vorher aktiv werden. Wie merkt man das, dass man an einer Herzschwäche leidet? Das merkt man nur ganz schleichend. Viele merken es erstmal gar nicht. Und irgendwann kommt es dann so weit, dass man eine Leistungsminderung hat, dass man bei stärkeren Anstrengungen in Atemnot gerät, dass einem irgendwann Belastungen des Alltags schwerfallen, dass man sich matt fühlt, dass man sich schnell ausgepowert fühlt. Und wenn das Ganze weiter voranschreitet, dann kommt es beispielsweise zu Wassereinlagerungen hier erstmal um die Knöchel rum oder in den Unterschenkeln. Und Herzrhythmusstörungen und ähnliche Sachen können auftreten. Und das sind jetzt natürlich keine Symptome, keine Beschwerden, die allein durch Herzschwäche ausgelöst werden. Es gibt auch ganz viele andere Erkrankungen, die zu solch unschönen Sachen führen können. Und deshalb muss man das dann halt differentialdiagnostisch weiter untersuchen. Das macht Ihr Hausarzt, das macht Ihr Kardiologe und in schlimmen Fällen machen wir das dann auch im Krankenhaus. Und jetzt einmal dazu, was ist denn eigentlich die Herzschwäche? Das will ich Ihnen jetzt einmal versuchen zu erklären. Und im Endeffekt ist es relativ einfach. Das ist so definiert, dass Sie eine gestörte Herzfunktion haben und dass Sie die von mir eben geschilderten Symptome, Beschwerden verspüren.
So ist es definiert. Und die gestörte Herzfunktion weisen wir klassischerweise mit einer Herz-Ultraschall-Untersuchung nach. Und worauf achten wir? Das ist mal so ein anatomisches Bild eines Herzens. Also hier kommt so das Blut aus den Beinen oder aus dem Kopf zurückgeflossen ins Herz, geht dann hier in die rechte Herzkammer. Von da wird es in die Lunge gepumpt. Die wäre dann hier. Dann wird es hier mit Sauerstoff angereichert. Und dann kommt es wieder zurück und kommt dann über diese Gefäße hier in die linke Herzkammer rein. Und da ist jetzt deshalb rot gezeichnet, das mit Sauerstoff gesättigte Blut, was danach nur noch über die Hauptschlagader und hier die Aortenklappe in den Körper gepumpt wird. Da, wo Sie es dann brauchen, wenn Sie sich anstrengen, in den Muskeln oder im Hirn, wenn man nachdenkt. Also genau an diesen Stellen muss das Blut hin. Und wenn jetzt eine dieser Strukturen im Herzen krank wird, kann das Herzschwäche auslösen. Das heißt also nicht, es ist definiert, dass da eine ganz bestimmte Struktur krank ist. Das müssen wir herausfinden. Wenn Sie eine kaputte Herzklappe haben, können Sie Herzschwäche haben. Wenn das Herz zu dick oder zu dünn ist, können Sie Herzschwäche haben. Und deswegen sprechen wir eher von Herzinsuffizienz, also das Herz ist nicht suffizient genug in seiner Funktion und das macht die Beschwerden. Herzschwäche impliziert nämlich Folgendes, dass Sie eine große, schwache Herzkammer haben, die statt kräftig so zu pumpen, nur noch ein bisschen so macht. Ja? Das ist das, was hier als systolische, also pumpfunktionsbedingte Herzschwäche aufgezeichnet ist. Was der Bluthochdruck ganz, ganz häufig macht, ist das, was Sie hier auf der linken Seite oder ja, hier auf der rechten Seite von Ihnen aus gesehen erkennen können. Sie sehen hier eine Herzkammer, die ist total verdickt, wie so ein übertrainierter Bodybuilder, sage ich jetzt mal. Aber diese Verdickung und diese Zunahme an Muskelmasse ist nicht gesund, wenn sie infolge von Bluthochdruck auftritt. Das kann durch Sport günstige Belastung passieren, in einem gewissen Maß. Aber diese Belastung durch Bluthochdruck, die ist gekennzeichnet dadurch, dass die Herzmuskelzellen schlechter arbeiten, dass die schlechter Energie verwerten, dass da sich Bindegewebe einlagert, dass da Entzündungszellen mit reinkommen. Und das ist Mist, das wollen wir nicht. Und deshalb ist es so, dass die Herzinsuffizienz sowohl bei schwacher als auch, sage ich mal, bei zu starkem Herzen auftreten kann. Und deshalb ist es halt keine eigenständige Erkrankung, sondern wir müssen immer Detektivarbeit leisten, wo, auf welcher Ebene jetzt das Problem liegt. Durchblutungsstörung beispielsweise ist ein ganz häufiges Problem. Und jetzt kommen wir dazu, wie kann jetzt der Blutdruck das Herz krank machen? Entweder direkt, indem Sie das Bodybuilder-Herz sehen und bekommen, oder indirekt, indem Bluthochdruck zu koronarer Herzerkrankung führt. Also da werden die kleinen Gefäße am Herzen verstopft. Dann kriegen man einen Herzinfarkt, wenn man Pech hat. Und dann geht Herzmuskelgewebe kaputt. Und dann haben Sie das schwache Herz. Also entweder durch die Überlastung, die zu viel an Arbeit, oder dadurch, dass Herzmuskelgewebe kaputt geht. Und all das, leider Gottes, kann ein hoher Blutdruck induzieren. Und es gibt ein bisschen nur Unterschiede bei Männern und Frauen. Bei Frauen finden wir häufig diesen verdickten Herzmuskel infolge der Bluthochdruckerkrankung, während bei Männern das häufigste diese Durchblutungsstörung ist. Und die haben dann eher das schwache Herz. Und beides können wir letztendlich dann behandeln. Das Beste, da kommt es noch drauf zu, ist natürlich, den Blutdruck gut einzustellen. Und wenn wir jetzt über die koronare Herzerkrankung als Folge sprechen, dann gibt es die Möglichkeit, mit Medikamenten zu verhindern, dass diese Veränderungen an den Herzkranzgefäßen zunehmen. Es gibt die Möglichkeit, im Katheterlabor Engstellen wieder aufzudehnen. Das ist besonders effektiv in der Situation des akuten Herzinfarkts, um halt das Herzmuskelgewebe zu retten, vor dem Untergang zu bewahren. Oder bei ganz ausgedehnten Veränderungen kommt auch die Bypass-Operation in Frage.
Und es klang eben ja schon an, heute ist unser Thema Bluthochdruck, aber ich will natürlich nicht verschweigen, dass es für die koronare Herzkrankheit ganz viele andere Risikofaktoren gibt, wie Diabetes, wie hohes Cholesterin, wie Rauchen natürlich, wie Übergewicht. Das sind ja die Klassiker. Aber trotzdem sind das keine selbstverschuldeten Erkrankungen. Es ist einfach so, dass das Erkrankungen sind, die letztendlich jeden treffen können. Nur mit gewissen Verhaltensweisen erhöht man natürlich sein Risiko dafür. So, wenn wir jetzt in der Situation sind, wo sich eine Herzschwäche oder sagen wir jetzt korrekter eine Herzinsuffizienz ausgebildet hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können das mit Medikamenten behandeln, die helfen, das Voranschreiten aufzuhalten. Die können sogar die Herzfunktion verbessern, die Lebensqualität verbessern. Und das ist meist eine Kombination aus 4, 5 verschiedenen Wirkstoffen. Das heißt, meist 10 Tabletten am Tag ungefähr. Das ist eine Menge. Aber es ist wirklich effektiv und es ist sehr, sehr, sehr gut evaluiert. Sie können noch viele andere wichtige Sachen machen. Ein Thema dieser Tage, lassen Sie sich impfen gegen Grippe, gegen Covid, aber auch gegen Pneumokokken. Nicht gleichzeitig, aber in gewissen Abständen durch Ihren Hausarzt. Und dann gibt es auch eine Menge, die die Menschen, die dann leider an einer Herzschwäche erkranken, tun können. Beispielsweise sich regelmäßig vom Gewicht kontrollieren. Das ist wichtig. Wenn das Gewicht zunimmt, ist das häufig ein Zeichen für Wassereinlagerung. Dann können wir dann früh eingreifen. Training ist sinnvoll, wenn alles abgeklärt ist und der Arzt sein Okay gegeben hat. Gesund leben, dafür ist es nie zu spät. Salz ist wahrscheinlich in Übermaßen nicht gut. Also man sollte zumindest eine moderate Salzzufuhr achten. Und in manchen Fällen, wenn die Herzschwäche besonders stark ausgeprägt ist, dann kann es sein, dass man Trinkmenge kontrollieren muss. Dann kann es sein, dass man nicht mehr verreisen kann. Aber vieles geht. Es geht extrem vieles, wenn unsere Patienten gut eingestellt sind. Dann haben sie nämlich eine nahezu normale Lebensqualität, sind aktiv, verreisen und haben einfach Spaß. Und das ist uns halt wichtig und deshalb unternehmen wir einiges. Wir schulen Ärzte in bestimmten Kursen. Wir haben für Sie Informationsbroschüren auch aus dem Herzinsuffizienz Niedersachsen, wo ganz, ganz viele Kliniken hier aus der Region, ganz Niedersachsen mit gemeinsam arbeiten, diese Krankheit besser in den Griff zu bekommen, weil wir wissen, dass die Versorgung und die Versorgungsstrukturen auf alle Fälle häufig noch optimierungsbedürftig sind. Und so sehen Sie, unternehmen wir einiges, um der Erkrankung Herr zu werden. Aber am besten ist es natürlich, wenn man nicht krank wird. Und da gilt es dann vorher bei den Risikofaktoren einzugreifen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank und guten Abend auch von mir. Ich werde jetzt als letzten Vortrag haben und sprechen über medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten, aber auch, was ganz, ganz wichtig ist und was wir sehen werden, die Lebensstiländerung, mit der man schon sehr, sehr viel bewirken kann. Und ich hoffe, dass Sie am Ende meines Vortrags diese drei Fragen als Antworten auch kennen dann auch. Denn die wichtigsten Fragen, die ich klären möchte nochmal, ist, bei welchem Blutdruckgrenzwert ist eine Behandlung wirklich notwendig? Da wurde jetzt schon viel darüber diskutiert. Und Sie wissen auch, es gibt unterschiedliche Grenzwerte, sei es jetzt in Europa oder in Amerika. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Aber diese älteren Vorstellungen, zum Beispiel, was gerade gesagt wurde, Lebensalter und dass das mit dem Blutdruck zusammenhängt, das will ich nochmal darstellen. Dann, wie tief darf oder soll der Blutdruck gesenkt werden? Gibt es einen zu niedrigen Blutdruck? Muss man da darauf achten? Und dann Hauptthema, wie kann man einen Blutdruck behandeln, um eben Folgeschäden, und davon haben wir jetzt schon einiges gehört, zu vermeiden oder wenn sie da sind, dass sie nicht voranschreiten. Was kann man da machen?
Wann soll man jetzt also eine Behandlung beginnen? Es gibt verschiedene Einteilungen und Blutdruckschweregrade. Hier dargestellt nochmal in Grad 1, 2 und 3 und den hochnormalen Blutdruck. Wie gesagt, alles nicht in Stein gemeißelt, aber als gesunder Mensch ohne weitere Erkrankungen, wenn man da mal einen Blutdruck über 130 hat, dann ist es erstmal kein Drama. Man sollte es nochmal kontrollierend messen. Bei Vorerkrankungen ist es was anderes, das werde ich gleich noch beschreiben. Aber was all diesen erhöhten Blutdruckwerten über 130 mm Hg systolisch gemein ist, ist, dass man durch eine Lebensstiländerung sehr viel allein schon erreichen kann. Deshalb ist das das A und O. Wann soll man jetzt auch mit Medikamenten angehen? Das ist teilweise auch schon, wenn der Blutdruck über 130 in diesem Bereich ist oder zumindest über 140. Dann nämlich, wenn man zum Beispiel einen frischen Herzinfarkt hatte, schon mal einen Schlaganfall hat oder andere Kreislauferkrankungen, die bereits erwähnt wurden. Ansonsten ist es eine Kann-Entscheidung. Das muss man dann mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen. Aber wann wird eine Lebensstiländerung wahrscheinlich nicht mehr ausreichen? Das ist, wenn der Blutdruck über 140, 150 mm Hg ist. Wie gesagt, einen ganz in Stein gemeißelten Grenzwert gibt es nicht. Aber über 140 mm Hg ist bei den jüngeren Patientinnen und Patienten ein zu hoher Blutdruck, also bis hier aufgezählt 80 Jahre. Bei den über 80-Jährigen, da ist man etwas großzügiger. Da sagt man, man sollte behandeln bei einem Blutdruck, oder da ist ein Bluthochdruck definiert, als wenn er über 160 ist und man sollte ihn behandeln. Was ist der Zielwert jetzt, wenn man einen Bluthochdruck diagnostiziert hat? Der Zielwert ist systolisch 120, also er sollte unter 130 mm Hg sein. Bei den jüngeren Leuten, also bis 70 Jahre, bei den über 70-Jährigen, 75, 80-Jährigen, das kommt natürlich darauf an, auch wie so das Allgemeinbefinden ist und wie fit die Leute sind, da sollte er unter 140 mm Hg liegen. Das sind die Grenzwerte, die erreicht werden sollten. Und daran kann man sich orientieren. Jetzt will ich kommen zum großen Thema Lebensstil. Was kann man selbst verbessern, um Medikamente vielleicht einsparen zu können, um vielleicht Medikamente auch wieder weglassen zu können? Und das will ich einmal erläutern. Ich habe schon gesagt, die Lebensstiländerung, allein dadurch kann man den Blutdruck schon wesentlich senken. Und es wurde auch schon angesprochen, und ich möchte jetzt etwas näher darauf eingehen, was bedeutet das, Lebensstiländerung? Was kann man selbst machen? Die Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Körpergewicht, Bewegung, Alkohol hat auch eine Rolle, spielt auch eine Rolle für den Bluthochdruck und das Rauchen. Zum ersten Punkt, die Ernährung. Herr Professor Bauersachs hat schon gesagt, mediterrane Kost, darauf sollte man achten. Und das ist genau hier aufgeführt. Also viel Gemüse und Obst, wobei bei Obst muss man auch immer sagen, da ist der Zuckergehalt recht hoch. Also da sollte man schon auch drauf achten, also Gemüse vor allem. Dann Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und die Weißmehlprodukte eher meiden. Oliven, Rapsöl. Wir hatten es da schon einmal mit der Frage, also ein spezielles Olivenöl. Insgesamt ist Olivenöl gut bei der Ernährung, gehört zur mediterranen Ernährung dazu, was ja letztendlich dann auch Auswirkungen auf das Gewicht mit haben kann. Weniger Fleisch, eher Fisch essen. Milchprodukte sind günstig. Salzen, da hat Herr Professor Kempf auch schon was dazu gesagt, also Salz eher meiden. Manchmal kann man das ja auch mit Kräutern ausgleichen oder anderen Gewürzen. Gesüßte Getränke sollten vermieden werden und eben so Fertigprodukte sollte man auch eher meiden, weil da auch viel Salz häufig mit darin steckt. Dann zum nächsten Punkt, dem Körpergewicht. Eine zu starkes Körpergewicht belastet das Herz. Und wenn das ein nicht nur Übergewicht ist, sondern einen gewissen Grenzwert überschreitet, nennen wir das Adipositas. Eigentlich, ja, wie deutliches Übergewicht.
Und wie kann man das bestimmen? Welchen Wert gibt es da? Den haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört. Das ist der Body Mass Index, BMI abgekürzt. Wie berechnet man den? Man nimmt die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Das steht dann im Nenner letztendlich. Und das Körpergewicht steht im Zähler. Man bildet den Quotienten. Und der ist normal so zwischen 20 und 25 sein. Wenn der über 30 liegt, dann sprechen wir von Adipositas. Und das sollte tunlichst vermieden werden. Und leider ist das in Deutschland, europaweit, weltweit ein Problem, das immer häufiger wird, dass der BMI über 30 ist. Auch der Taillenumfang spielt eine Rolle. Ist hier nochmal aufgezeigt, was da die Grenzwerte sind oder die Idealwerte, sagen wir so. Und was ganz interessant ist, wenn man jetzt Körpergewicht verliert, hat es Auswirkungen auf den Blutdruck. Und so circa kann man pro Kilogramm Gewichtsabnahme den systolischen Blutdruck um 1 bis 2 Millimeter Hg immerhin senken. Und das kann schon eine ganze Menge sein. Kommen wir zur Bewegung. Und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen, auch wir, wie häufig bewegt man sich überhaupt? Es wird empfohlen, insgesamt in der Woche 150 Minuten Bewegung zu haben. Also 3-mal, idealerweise 5-mal in der Woche 30 Minuten Ausdauerbewegung. Das kann Walking sein, das kann Schwimmen sein, das können Radfahren sein. Also das kommt nicht auf die Sportart an, aber die Bewegung ist wichtig. Und man kann das auch in den Alltag mit einbauen, lieber die Treppe nehmen als den Aufzug zum Beispiel. Dann das Training sollte mit moderater Intensität sein. Das heißt, man sollte sich auch nicht immer was beweisen wollen. Ne? Wenn man sich miteinander unterhalten kann, wenn man es in einer Gruppe macht, dann ist das immer ganz gut. Und als Motivation auch kürzere Trainingsabschnitte, also von so circa 10 bis 15 Minuten, haben bereits eine blutdrucksenkende Wirkung. Und wie starke Blutdrucksenkung kann man so im Mittel erwarten? Also wenn man das wirklich, sage ich mal, durchzieht und regelmäßig macht, dann kann das den systolischen Blutdruck auch um bis zu 10 mm Hg senken. Wenn man natürlich, also uneingeschränkt kann ich es jetzt auch nicht sagen, wenn man natürlich schon deutlich vorerkrankt ist. Es gibt ja auch Herzsportgruppen oder für gewisse vorerkrankte Leute gibt es spezielle Sportgruppen. Dann sollte man nochmal mit dem Arzt, Ärztin sprechen, was dann die geeignete Sportart vielleicht auch ist. Dann nochmal zum Alkoholkonsum. Auch da kann man nicht genau sagen, wie viel man jetzt zu sich nehmen sollte. Aber man weiß oder darf, möchte. Aber man weiß auch, Alkohol erhöht den Blutdruck. Und am besten wäre es natürlich, ganz auf Alkohol zu verzichten. Tatsächlich. Aber so in Maßen ist es okay. Ist ja das meiste okay, könnte man jetzt denken. Was aber nicht okay ist und auch nicht in Maßen. Und das gilt nicht nur für den Bluthochdruck, das wurde schon mehrfach heute angesprochen, das ist das Rauchen. Das ist nicht nur für das Herz und die Gefäße schädlich, auch für die Lunge, für die Haut, das ist wirklich Gift für den Körper und das ist auch nicht in Maßen erlaubt, sollte man wirklich aufhören. Was man auch im Blick haben muss, und da kann man heute leider nicht drauf eingehen, das ist ja nicht nur der Bluthochdruck, der zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt, sondern das sind die Blutfette. Da gibt es verschiedene Risikokategorien, kann ich jetzt auch nicht drauf eingehen, aber das LDL vor allem, das sollte auch erhoben werden bei einem Check-up und auch der Blutzucker. Denn auch Diabetes, das haben wir gehört, ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor, der das Herz und den Kreislauf schädigen kann. Jetzt komme ich zu den Medikamenten noch. Was ist oder was machen wir, wenn die Lebensstiländerung nicht ausreichend ist? Und es gibt sehr, sehr viele Medikamente. Und der erste Punkt, den habe ich jetzt so ein bisschen übergangen. Und das klingt vielleicht etwas komisch, aber die Bluthochdruckbehandlung ist komplex. Man kann sehr gut Bluthochdruck behandeln, aber man darf nicht erwarten, dass gleich mit einer Pille alles in Ordnung ist. Und deshalb, uns stehen viele Medikamente zur Verfügung, fängt man häufiger mit einer Kombinationstherapie an, weil dann
teilweise die Dosis eingespart werden kann, weil sich die verschiedenen Wirkungen gut ergänzen und somit besser wirksam sind. Also nicht erschrecken, wenn es nicht eine Tablette am Anfang ist, sondern ein Kombinationspräparat. Heutzutage gibt es das ja dann auch in einer Tablette, aber mit verschiedenen Wirkstoffen. Und welche Medikamente haben wir? Und da wollte ich jetzt einmal nur mit dieser Abbildung zeigen, was denn diese Medikamente, wo die überall angreifen. Das ist nicht nur das Herz, das ist auch die Niere, das sind die Gefäße direkt und es gibt auch zentral, also im Gehirn, wirksame Medikamente. Und jetzt habe ich so ein paar aufgeführt, die die Wirkstoffe der ersten Wahl sind. Und Sie werden, wenn Sie selbst Bluthochdruckmedikamente einnehmen, so erkennen, Mensch, das habe ich doch auch. Also wie die ACE-Hämmer, zum Beispiel Ramipril, alle Medikamente mit dem Il, Pril am Ende. Dann die Angiotensin-Rezeptorblocker, das sind die Sartane, Valsartan, Candesartan zum Beispiel. Die Calcium-Antagonisten, das Amlodipin zum Beispiel, Lercandipin, also ich nenne nur ganz, ganz willkürlich diese Gruppe. Und dann gibt es die Diuretika, das sind die wassertreibenden Medikamente. Da ist ganz häufig das Torazimid zum Beispiel, Hydrochlortiazid. Und die Beta-Blocker, die sind so ein bisschen abseits, die gehören auch so zu den Blutdruckmedikamenten, werden häufig verschrieben, vor allem bei den Patienten, Patientinnen, die noch andere Erkrankungen haben. Wenn das nicht ausreicht, und da wollte ich nur mal die Fülle, also wir haben viele, viele Möglichkeiten, Medikamente einzusetzen, sagen, dann haben wir noch die Reservemedikamente, die zum Teil zentral wirken und man kann viele, viele Medikamente kombinieren und das Gute ist, sie sind in der Regel gut verträglich. Jetzt komme ich zur Zusammenfassung schon. Ich wollte Ihnen zeigen, ab wann sollte man einen Blutdruck behandeln und was ist so der Zielwert? Wie gesagt, es gibt etwas unterschiedliche Zielwerte, aber über 140 ist einfach ein zu hoher Druck und ein Idealwert. Es gibt nicht zu niedrig, wenn man ihn gut verträgt, dann darf der auch, wie Herr Professor Bauer sagt, schon gesagt hat, der darf auch bei 90 sein, wenn man sich damit gut fühlt. Also man muss da keine Sorge haben. Und wie kann man den behandeln? Diese Lifestyle, Lebensstiländerung. Wir haben gesehen, da kann man schon wirklich den systolischen Wert oder den Blutdruck, auch den diastolischen Wert deutlich senken, wenn man sich konsequent daran hält, was hier aufgezeigt ist. Das ist die Diät, das sind die sportliche Aktivität, das Körpergewicht, Alkohol eher weniger und das Nikotin, wenn man raucht, ganz aufhören. Und es sind die Medikamente. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags und vielleicht gibt es noch ein paar Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und vor allem denken Sie auch daran, dass Sie gerade die jüngeren Generationen, die jetzt hier nicht so ganz stark vertreten sind, sage ich mal, Ihre Kinder, Enkel, Urenkel, dass da wäre den Anfängen. Es ist wahnsinnig schwer, wieder abzunehmen und ein Gewicht zu halten, wenn man mal deutlich übergewichtig war. Also man sollte möglichst schon bei den Kindern ja auch anfangen. Und zum Beispiel gibt es ja auch von unserem Rebirth-Exzellenz-Cluster gab es auch die Initiative eben Rebirth Active for School, weil dass man einfach frühzeitig schon Bewegung sich verschafft, weil die meisten Probleme entstehen heutzutage durch zu viel und schlechtes Essen und zu wenig Bewegung. Ja. Und vielleicht eins, was ich einfach noch sagen wollte, bevor die erste Frage kommt. Jeder Mensch, der Bluthochdruck hat und den man mit Medikamenten behandelt, oder fast jeder, ganz viele, fühlen sich erstmal ein bisschen matter. Und das ist keine spezifische Nebenwirkung, sondern es ist einfach, wenn der Körper über viele Jahre an so hohen Blutdruck gewöhnt ist und dann senkt man den Blutdruck, dann fühlt man sich etwas matter, bis der Körper wieder praktisch diesen Sollwert wieder verstellt hat in normale Bereiche. Also man darf dann nicht sagen, ja, ich fühle mich jetzt erstmal schlechter, sondern muss ein paar Wochen, manchmal sogar zwei Monate durchhalten, bis eben diese Sollwertverstellung wieder sich umgedreht hat. Und das ist gleich mit jedem Medikament. Bei manchen Menschen, egal welches Medikament man nimmt, um den Blutdruck zu senken, die haben so ein erstmal Mattigkeitsgefühl, das geht aber bei praktisch allen auch wieder weg. Das ist ein ganz wichtiger Punkt noch dabei. Fragen zu den Ernährungsgewohnheiten, ganz banal, mit Gemüse können Sie sich nicht dick essen.
wenn Sie nicht Sahnesoße essen anstatt Gemüse. Also das sagen wir so, aber wenn Sie mit Gemüse, wie die Frau Dr. Flier gesagt hat, Obst hat Zucker, das ist, kann durchaus problematisch sein, wenn man zu viel isst, aber Gemüse können Sie praktisch essen ohne Ende und der Bauch ist voll und Sie werden nicht dick oder Sie nehmen ab. Das ist wirklich so ein Tipp und viele Menschen bei uns, die meinen ja, wenn sie ein Salatblatt auf ihrem Burger haben, dann ist es Gemüse, aber Gemüse muss man eben auch in entsprechenden kann man und soll man auch in entsprechenden Mengen essen. Da ist auch, sind auch Ballaststoffe drin und das tut dem Körper insgesamt gut. Und Ihnen allen danke fürs Kommen. Nehmen Sie, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen, auch was Sie so in der Form noch nicht wussten oder vielleicht noch nicht so in der Form präsentiert bekommen haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Winter. Lassen Sie sich auch bei Ihrem Arzt das dritte Mal gegen Covid impfen. Ich glaube, das ist generell absolut empfehlenswert und das sollten Sie dann auch tun. Schönen Abend noch.